Und wer glaubt, dass unsere Nachbarn in Frankreich keine Energiepreissorgen hätten, weil dort vergangenes Jahr fast 70% des erzeugten Stroms aus Nuklearenergie stammte, der irrt. Zwar zeigt ein Blick auf die Karte, überall im Land stehen AKW, aber von den 56 Reaktoren laufen derzeit nur 29. Fast die Hälfte der Meiler ist wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren. Über die Atomkraftdebatte in Frankreich und warum es derzeit Strom aus Deutschland sogar importiert, Sabine Rau. Wenn es Nacht wird in Paris, dann gehen die Lichter nicht an, sondern genau aus. Frankreich steht ein kalter und dunkler Winter bevor. Und deswegen setzt das Land mehr denn je auf Atom. 6 neue Reaktoren sollen auf dem Gelände bestehender AKW wie hier in Gravelines an der nordfranzösischen Küste gebaut werden. Für den Bürgermeister eine gute Nachricht. Die Atomkraft belebt unsere Wirtschaft und ermöglicht uns neue Investitionen. Atomparadies Frankreich. Kein Land außer den USA hat so viele Atomkraftwerke. Kaum ein Land ist so abhängig von Atomstrom. Und er ist der oberste Atomlobbyist. Was wir heute aufbauen müssen, denn es ist der richtige Moment dafür und genau das, was unsere Nation jetzt braucht, das ist eine Renaissance der französischen Atomkraft. Doch in der aktuellen Krise hilft das nicht. Tatsächlich ist die Hälfte der französischen AKW derzeit wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb. Das Kernkraftwerk in Chinon, Baujahr 1963, gehört zu den ältesten Anlagen. Trotzdem soll es, wie alle anderen derzeit abgeschalteten Reaktoren, im Winter wieder ans Netz. Im Restaurant Le Hangar sind die Beschäftigten gerade in der Mittagspause. Die Stimmung ist hier klar pro Atom. Schließlich ist das Atomkraftwerk der größte Arbeitgeber im Ort, wie die Köchin erzählt. Immer schon. Meine Eltern und meine Großeltern haben es mitgebaut. Mein eigener Vater war am Bau der Nuklearzentrale beteiligt. Das ist unser nationales Erbe. Und hat sie keine Angst vor den Risiken? Nein, überhaupt nicht. Doch der Ausfall der Hälfte des Atomparks hat dem Land bereits jetzt gigantische Verluste beschert, knapp 30 Milliarden. Frankreich ist längst vom Stromexporteur zum Stromimporteur geworden. Mit Kanzler Scholz hat Macron daher vereinbart, zusätzlichen Strom aus Deutschland einzukaufen. Es ist nicht das erste Mal, dass Frankreich im Winter Strom aus Deutschland bezieht. Was allerdings neu ist, dass diesmal bereits im Sommer damit begonnen wurde und dass es sehr viel mehr sein wird als jemals zuvor. Er weiß, Frankreich stehen harte Zeiten bevor. Ein nationaler Notfallplan soll her. 10% Energie soll jeder in diesem Winter einsparen. Die Premierministerin und der Wirtschaftsminister machen's mit Jacke und Pulli schon mal vor. Aber vielleicht ist die Methode der jungen Aktivisten viel effektiver.